Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal und eine neue Serie von Red Dead Redemption 2 von der PlayStation 4 gespielt und ich starte hier mit einer neuen Serie. Es gibt nach noch mehr Folgen in den nächsten Wochen oder besser zwei Folgen pro Woche sollen auf jeden Fall kommen und ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Videos. Wenn euch es gefallen, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Und aktiviert, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, die Glocke. Weil ich werde nicht regelmäßig zu gewissen Zeiten was posten, also jetzt Video hochladen, sondern jetzt jeden Montag, sagen wir zum Beispiel montags 19 Uhr kommt ein Video hoch und dann am Mittwoch oder Donnerstag kommt ein Video hoch zu gewissen Uhrzeit. Da bin ich mir noch relativ unsicher, wie ich das halt eben schaffe von der Zeit her. Da ich auch berufstätig bin und noch arbeiten bin. Und ja, deswegen, Leute, habt dafür ein bisschen Verständnis dafür, dass ich da nicht regelmäßig sowas hochposten kann, sondern ich werde versuchen, mindestens zwei Videos pro Woche zu zeigen, mit Fehlern, lustige Szenen, Bugs vom Spiel her, aber auch schöne Ecken im Spiel. Das war gerade mein Wecker, Leute. Wir haben nämlich jetzt hier gleich 6 Uhr, 5.59 Uhr haben wir aktuell gerade. Hier haben wir ein Versteck ausgehoben, geschafft eigentlich. Jetzt geht der nächste Wecker an. 6 Uhr halt. Oh, eine silberne Gürtelschnalle bekommen. Und da ist ein Mitch, da ist ein Spieler dort da vorne. Der ist im passiven Modus drin. Keine Ahnung. Ach nee, das ist ja mein Spieler. Ich habe hier gerade den Überblick hier verloren, gerade hier. Und der bringt jetzt meinen Kollegen um hier, also meinen Freund um. Und das geht natürlich gar nicht. Also ab hinterher. Der ist im roten Bereich, weil er uns angegriffen hat. Und jetzt mache ich ihn aber mal platt. Weil er sich auf den meinen Freund konzentriert hat. Und deswegen konnte ich ihn platt machen. Mein fünfter Kill für den Spieler. Die anderen suche ich noch raus. Und dementsprechend kann man die auch nochmal zeigen. Aber auch, wie die mich abgeschossen haben. Also nicht nur, dass ich meine Szenen zeige, die guten zeige, sondern auch zeige, wo ich scheitere. Hier ist auch eine coole Szene, finde ich, jetzt persönlich. Wie das Pferd da hin geschossen wird, das ist richtig nice. Unter anderem das Geisterpferd, das Pferd ist komplett unsichtbar. Also solche Szenen gibt es auch im Spiel und ich finde die einfach lustig irgendwo. Und hier, wir wollen auf den Berg reiten, weil wir haben eine Blume dort entdeckt. Schöne Blume eigentlich und irgendwie steige ich jetzt mal hier ab. Will raufgehen. Und zack, fliege ich auf einmal runter. Tot. Ja, passiert auch. Ich war eigentlich neben den, also mehr zur Wand hin, aber irgendwie bin ich durchs Pferd gespawnt. Keine Ahnung, warum wie das geht. Und hier eine Kutsche, die auf einmal da, wo die Pferde hochspringen. Keine Ahnung, warum auch immer. Ich habe da fliegen gesagt. Ich habe den eigentlichen Ton vom Video rausgenommen, weil private Unterhaltungen gehören nicht ins Internet rein. Deswegen habe ich das mal rausgenommen. Mit Musik mal hinterlegt heute. Im nächsten Video allerdings wird es dann auch nochmal sein, die beiden alten Szenen, die dann da sind und bei den neuen Szenen allerdings nicht mehr. Da werde ich dann meinen Ton bei der Aufnahme rausnehmen, so dass man noch den Ton vom Spiel hat. So, ich springe mal in den Tod rein, habe ich mal vorgenommen. Ob ich das überlebe? Ich glaube wohl kaum, ne? Deswegen, ich springe in den Tod rein, ganz bewusst, am Wasserfall hier. Ah! Tot. Ja, kann auch passieren, Leute, getötet von mir selbst. Ja, Selbstmord. Bei GTA heißt es dann immer Selbstmord. Und hier ist die Kutsche einfach mal eben so unsichtbar geworden. Und dann ist sie wieder respawned. Coole Sache auf jeden Fall. Und Kopf weg, Leute. Das ist eine Szene wahrscheinlich erst ab 18. Also, wenn euch mein Video gefallen hat, Leute, klickt... Gefällt mir. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Und ich sag mal, bis bald, Leute. Und ciao. Hinterlasst vielleicht noch einen schönen netten Kommentar. Das würde mich auf jeden Fall nice freuen.